Seit einer Woche sind die Promis nun im Container und die Stimmung könnte spannender nicht sein. Der Grund? Elena Miras steht im Kreuzfeuer der Kritik. In der entscheidenden Wahl zwischen Sarah Wagner und Sinan Moves hat sie sich für das Küken entschieden. Jetzt steht Sarah auf der Nominierungsliste und könnte aus der Show fliegen. Und das versteht die Wildcard-Gewinnerin absolut nicht. Schließlich hat sie sich zu Beginn der Show für Elena geopfert und ihr den Nominierungsschutz überlassen. Sarah geht in die Offensive. Ich nehme dir das nicht böse, es ist deine Entscheidung. Aber ich bin enttäuscht. Du hast gesagt, ich werde alles tun, um dich zu schützen. Elena versucht, sich zu verteidigen, doch ihre Erklärung bleibt schwammig. In so einer Situation denkst du an nichts. Ich habe die ganze Zeit zwischen euch jongliert. Doch die anderen Kandidaten können Elenas Entscheidung ebenfalls nicht nachvollziehen. Matze Höhn lässt sich bei Mike Heiter und Co. aus und sagt, was glaubst du, was passiert, wenn ich sie darauf anspreche? Da flippt die aus. Du redest viel, aber guckst nur auf deinen eigenen Arsch. Und dann kommt die Konfrontation. Matze wird von Elena auf frischer Tat ertappt, als er ausplaudert. Vor ein paar Stunden hast du mir gesagt, der geht dir auf die Nerven, und jetzt entscheidest du dich für Sinan? Elena kontert direkt. Wenn ich höre, dass du über mich redest, dann sag's mir ins Gesicht. Hör auf, fake zu sein. Aber das ist noch nicht alles. Auch bei Mimi Fiedler sorgt die Nominierung für Zoff. Sie musste sich zwischen Daniel und Jochen Horst entscheiden und wählte Daniel. Das ist schade. Ich dachte, wir bauen hier was auf und sind ein Team. Jetzt machst du dein Spiel und ich mache meins, kontert der ehemalige DSDS-Gewinner enttäuscht. Bleib dran, denn das Drama im Container geht weiter. Was wird als nächstes passieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.